Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jürgen van Laten, alias Niederrhein 17. Heute seht ihr mich in meinem Holland-Trikot und auf dem Weg nach Düsseldorf, um mir mein Startset zu holen mit dem Pico Alex Set. Wir stehen aus einer Herkules Baureihe 223, dazu ein Doppelschockwagen, ein IC-Wagen, Gleise, die A-Gleise, leicht profihaft und den Trafo. Weiteres dazu später mehr. Yeah! Jetzt der nächste Tag mit hier reicht. Ich bin aber auf Platz. Jetzt geht es weiter Richtung Oberhausen-Hauptbahnhof. So, ihr Lieben, jetzt sind wir am Oberhausen-Hauptbahnhof. Gleich geht es weiter mit der Linie RE5, die von Wesel über Diensthaken, Oberhausen, Duisburg, das ist ein Flughafen, Düsseldorf, Köln, Bonn, Bonn-Mattkursfeld, Grehmagen, an der Nacht bis nach Koblenz fährt, aber ich fahre nur bis Düsseldorf. Alles klar, dann bis später. So, Lieben, jetzt bin ich in den RE5 auf dem Weg nach Düsseldorf, obwohl es zu weit Richtung Koblenz fährt. Die Zeit zeige ich euch mal kurz. Da kommt gleich noch was zu, was da genau drin ist, nämlich ein Brezel mit Schnittlauch. Nun ja, das zeige ich euch später nochmal oder gleich, wie ihr möchtet. Da habt ihr das, mein Frühstück oder mein Mittagessen. So ihr Lieben, da bin ich mal kurz wieder. Wir sind jetzt an der Station Düsseldorf Flughafen. Ich hoffe, dass ich ein paar Eindrücke irgendwie gleich zeigen kann. Da muss ich kurz die Kamera drehen, sag mal. So ihr Lieben, jetzt bin ich hier in Düsseldorf Hauptbahnhof angekommen. Jetzt geht es gleich weiter mit der Straßenbahnlinie 709, die Richtung Neustadthalle fährt. Und dann bis zur Haltestelle Graf Adolf Platz, dann habe ich mein Ziel schon mal erreicht. So Leute, ich muss hier korrigieren, die 709 in Haltestelle heißt nicht Stadthalle, sondern Theodor-Heuss-Platz. Aber ich bin hier am Düsseldorf Hauptbahnhof. Dreh mich einmal. Da ist er. So, warte jetzt auf die Straßenbahn halten. Ich habe meinen Endpunkt soweit erreicht. Jetzt noch ein paar Meter laufen bis zu meinem Modellbahnhändler des Vertrauens hier in Düsseldorf. Und dann habe ich soweit geschafft. Weiteres seht ihr gleich. So, jetzt habe ich meinen Laden erreicht. Das ist Menzels Lokschuk hier in Düsseldorf. Richtig cooler Laden, kann ich nur empfehlen. Zeige ich euch mal genau den Laden. Hier ist jetzt halt der Eingang, hin rum der Ausgang. Hinten ist der Bereich Modelleisenbahn, hier sind Modellfahrzeuge. Ich habe das Startset bekommen. Hammer. Noch besser, wie ich mir das vorgestellt habe. Voll geil. Jetzt stehe ich hier an der Haltestelle Graf Adolf Platz, wieder auf dem Weg Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich hoffe, dass die Straßenbahn kommt. Hier soll jetzt auch die 708 kommen. Die fährt auch Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof. Lautbahn 10 vor. Irgendwelche 10 vor? Ja. Ich hoffe, dass die jetzt kommt. Da bin ich hier. Ich sitze jetzt im RE1 auf dem Weg nach Essen von Düsseldorf aus. Von Düsseldorf auf Flughafen, der Anfangsbereich bis zum Abflugbereich.
Dahinter sieht er nicht viel, ist die Autobahnverbindung dazu. Da ist die berühmte Autobahn. Hier ist der Bahnhof. Das ist auch so. Wir begrüßen Sie im RE1 nach Hamm Hauptbahnhof. Nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Und hier ist gleich der Startbahn. Nächster Halt, Duisburg Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit 15:36 Uhr. Ausstieg rechts. Gleich kommt der Betriebshof der Berlin. Duisburg. Thank you.
S-Bahn seht. Das ist der Trick. So, ihr Lieben, jetzt bin ich im RE14 auf Weg nach Bottrop. Der letzte Teil meiner Fahrt. Und danach kommt auch das Unboxing-Video. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei euch. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder, euer Jürgen von Atom. Und nun kommt so ein geiles Set, das Unboxing-Video. Fangen wir mal an. Ja. Also öffnen. So klebt, okay. So, ihr seht, es ist von Pico. So, hier drin sind die guten Gleise. Von Pico, wir auch. Dann fangen wir mal an, wie die Kollegen. Die gute Hercules 232 Diesel-Lok. Schönes Stück. Dann. Aha, geht. Klingt so ein bisschen. Der gute, detaillierte Dastos. Doppelschockwagen, schönes Modell. Zeige ich euch mal näher. Genauso wie jetzt eben nochmal die Lok. Das ist sie. Die gute Herkules-Lok. So. Und dazu kommt ein Spitzenmodell Schnellzugwagen von Alex in der zweiten Klasse. Super. Auch schön. Dann natürlich der passende Fahrregler mit Stromteil. Super Teil, muss man lassen. Packen wir die Kamera drauf. Hier drin die Packungen sind vorhanden. Die Diesel Orbis 32 Alex. Zwei Personenwagen, 12 Boden. Mit Beton, eine Garde, ein Sockelanschluss mit Clip, ein Anschlussclip, ein Fahrregler und der Netzteil. Gucken wir uns mal die Gleise an. Ah, hier ist ein Pico. Ja, ein Katalog, ein Prospekt. Wir müssen uns mal die Gleise an. Wir müssen uns natürlich erstmal öffnen. Und da wir die öffnen müssen, muss ich eben kurz ein Messer holen. Ich sag mal bis gleich. So, und weiter geht's bei dem Unboxing-Video. Wir wollen uns ja mal die Gleise beschauen. Hoppala! Und so schnell sind die offen. Hui. So sehen die Gleise aus. Das ist das Kurvengleis. Die Geraden. Mal gucken, wo hier der Anschlussclip ist. Ah, hier ist es. Schick, schick. Ja, Leute, ist ein schönes Set. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin total auf Pico-Fan. Definitiv. Das muss ich dazu sagen. Ist schon ganz geil, das Set hier. Und dazu kommt ein Playtime Roco Doppelstockwagen. Ist zwar nichts Besonderes, aber finde ich, hat was. Ist auch metallisch dabei. Also, ihr Lieben, so, das war's insgesamt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst einen Kommentar da, abonniert mich
Kommentar da lassen, ein Like da lassen. Und ich sage bis nächstes Mal. Ciao, euer Jürgen van Latom, Niederland Fan 17. Bis dahin.